Ich wollte schon immer einen Steingarten haben. Nur leider bietet der Garten nicht genügend Platz. Zumindest laut den gängigen Anleitungen aus dem Internet und Büchern. Es steht meistens geschrieben, dass ein Steingarten nicht kleiner als 10 Quadratmeter sein sollte, dann auch eine bestimmte Lage, etc., etc., bla bla bla. Klar, man sollte auf die Bedürfnisse der Pflanzen eingehen. Mediterrane Pflanzen in unseren Breitengraden auszupflanzen, ergibt wenig Sinn. Oder mal schauen, ob die Klimaerwärmung dafür sorgt. Trotzdem, alles was ich gelesen habe, wurde der Steingarten in ein viel zu enges Schema gezwängt. Ein Steingarten muss so aussehen und so und das darf auch nicht fehlen und hier und da und überhaupt. Ich habe mir überlegt, ich entwerfe meinen eigenen Steingarten, so wie ich es für mich als richtig empfinde und auch an meinem Standort angepasst ist. Ich bin quasi ein Rebell. Zuerst zum Standort. Dieser ist halbschattig, also gut für Saxifraga-Arten geeignet. Den Lavendel hatte ich noch im Garten rumfliegen. Dieser bevorzugt zwar eher einen sonnigen Standort, aber da hat er einfach Pech gehabt. Damit muss er sich halt arrangieren. Bis jetzt wächst er aber ganz solide. Eine Kuhschelle darf natürlich auch nicht fehlen. Besonders diese liebt kalkhaltige Böden und einen halbschattigen Standort. Außerdem leistet man einen kleinen Beitrag zum Artenschutz, da diese, gerade in Berlin, nur noch an einem einzigen Standort natürlich vorkommt. Auf dieses kleine, unscheinbare Gewächs bin ich besonders stolz. Es ist eine Zwergkiefer, Pinus mogur. Nicht ganz billig, aber passt sehr gut in den Steingarten. Lampenputzergras passt ebenfalls hervorragend, wenn dieses bloß nicht wachsen würde wie Unkraut. Naja, man muss es ein wenig zähmen. Es ist vielleicht schon aufgefallen, dass sich auch drei Kakteen in den Steingarten gesellt haben. Es sind winterharte Kakteen, was auch nicht weiter verwunderlich ist, da es nachts in der Wüste knackig kalt wird. Der Standort sollte nur regengeschützt sein und ich habe noch extra Sand in das Pflanzloch gegeben. Bis jetzt geht es den Kakteen sehr gut und den ersten Winter haben sie auch gut überstanden. Einige Nelkenarten und Fliederpolster runden das Ganze ab. Damit der Steingarten auch im Frühling eine gute Figur macht, habe ich Tulpen, Narzissen und Krokusse gepflanzt. Ach so, ja, fast vergessen. In der Mitte steht ein Apfelbaum, der mal wieder geschnitten werden müsste. Ich habe zwei Ebenen angelegt. Diese lockern alles ein wenig auf und die Pflanzen im Hintergrund kommen besser zur Geltung. Im Nachhinein hätte ich die Erhöhung mit Naturstein errichten sollen, dann hätte ich auch noch etwas dazwischen pflanzen können. Die großen Steine habe ich über ein bekanntes Kleinanzeigenportal kostenlos bekommen. Man kann sie sonst dumm und dämlich bezahlen, wenn man Findlinge kaufen will und sie nicht gerade nachts von einem Feld auflesen möchte. Die kleinen Kiesel kommen vom Baumarkt und bedecken den kompletten Steingarten. Diese haben mehrere Vorteile. Es wird immer ein wenig Kalk in den Boden gewaschen, die Verdunstung und der Unkrautwuchs werden vermindert, die Durchlüftung verbessert. Und zum Schluss sieht es auch noch einfach ganz nett aus. Also, einfach mal die Fantasie freien Lauf lassen und ein wenig experimentieren. Und dann wird's auch was mit dem Steingarten. Falls du auch mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, würde ich dir empfehlen, diesen Kanal hier zu abonnieren.